Hallo und herzlich willkommen am Telestammtisch. Last Christmas I gave you my heart, ja, und ich mache es jetzt nicht weiter und habe es auch möglichst langweilig ausgesprochen, denn mitten im Sommer ein Weihnachtslied zu singen, grenzt schon ein bisschen an Geschmacklosigkeit, aber Netflix tut das mehr oder weniger mit ihrer Doku zu Wham und von denen stand natürlich auch dieser Weihnachtsnervklassiker Nummer 1. Ich habe den Film überhaupt nicht gesehen, sondern die liebe Britt-Marie, moinsen. Hallihallo. Ja, du hast ein bisschen einen Scherz gemacht, aber du weißt ja, es gibt tatsächlich ein Meme, das heute schon oder dieses Jahr schon gewhammt Meme. Oh Gott. Derjenige, der, genau, die Frage ist, wie früh wirst du quasi gewhammt? Und gewhammt wirst bist du dann, wenn du auf den Weihnachtsmarkt Last Christmas gehst. Von Wham, mhm. Wenn du Last Christmas von Wham gehört hast. Ja. Und ich hatte tatsächlich einen Bekannten, der dieses Jahr schon im Februar gewhammt wurde. Und jetzt, meine Lieben, mit Netflix und der Dokumentation Wham, werdet ihr alle schon im Juli gewhammt, ja? Und nicht erst irgendwann im November oder Dezember. Denn es geht tatsächlich um das Duo, um das Pop-Duo, / die Band Wham. Und das Ganze ist ein Dokumentarfilm von Chris Smith, der unter anderem auch für Netflix Tiger King gemacht hat. Und in dem Dokumentarfilm wird eben die Geschichte von dieser Band erzählt, die aus George Michael und Andrew Ridgeley besteht und 1981 eben Wham gegründet haben. Und ich wusste natürlich, dass George Michael Teil von Wham war. Mhm. Und ja, Andrew Ridgeley habe ich natürlich auch schon gehört, aber die richtige, richtig große Karriere hat natürlich von den beiden George Michael gemacht. Ja. Und eigentlich Georgios Kyriakos Panayotou, so glaube ich, wird er richtig ausgesprochen. Okay. Und bei dem Namen kann man sich dann auch denken, warum daraus George Michael wurde. Denn das ist natürlich ein bisschen leichter zu vermarkten. Ja, nennen wir es so. Und genau. Und zwischen Herbst 82 und Sommer 86, so lange hat es die Band gegeben, landete eben dieses Duo 10 Top 10 Hits. Und da ist natürlich klar Last Christmas mit dabei, das ja wirklich alle kennen. Vielleicht sogar der größte Hit von Wham. Mhm. Aber da sind auch Songs dabei gewesen, wie zum Beispiel Wake Me Up Before You Go Go. Ach, von ja. Ridgeley geschrieben übrigens, mhm. Nicht von George Michael. Mhm. Sondern, also da haben beide sehr erfolgreiche Songs auch geschrieben. Das Ganze fing an mit The Wham Rap. Wham, und sowas. Also so ganz am Anfang. Und man merkt, es sind die 80er. Das merkt man sehr, sehr deutlich, ja. Wenn man diese Dokumentation sieht. Was sehr, sehr schön ist und worauf diese Doku natürlich auch beruht, ist, dass Andrew Ridgeleys Mutter mit dem ersten Beginn dieser Band ein Album angelegt hat, wo sie alle Zeitungsausschnitte eingeklebt hatten, alle Fotos und alles Mögliche. Und es gibt irgendwie etliche Alben, also ich glaube bis hoch zu 20 solcher Fotoalben, die seine Mutter angelegt hat mit allen möglichen Dingen. Und die werden auch immer wieder eingeblendet in dieser Doku. Es ist also wirklich ganz großartig. Und auch eben so daneben geschrieben, Wham by, ich weiß nicht, Stadiontour 84 oder so. Ja, es ist wirklich ganz, ganz niedlich. Und dann denke ich mir nur so, wow, das ist natürlich Gold wert, um Sachen nachzuvollziehen, die mittlerweile ja auch schon fast 40 Jahre zurückliegen. Was hast du denn eigentlich so persönlich für wirklich Berührungspunkte damit? Mit Wham tatsächlich relativ wenig. Ich kenne, wie viele, die Hits. Mhm. Ich höre sie auch immer wieder, klar, Last Christmas natürlich auch. Und zwangsläufig. George Michael. Ja. Ja, ja. Und George Michael war natürlich auch so das Stichwort, dass ich wusste, ah, okay, das war die Band, bevor George Michael dann als Solokünstler eben bekannt geworden ist. Und mir tat Andrew Ridgeley immer so ein bisschen leid, weil ich immer so gedacht habe, der ist irgendwie abgehängt worden in dem Prozess. Aber der ist da, glaube ich, relativ zufrieden aus dieser Geschichte rausgegangen. Das war mir alles so nicht klar. Mhm. Und mehr wusste ich auch nicht.
Und ich habe mir dann eben die Doku auch angeschaut, weil ich dachte, Mensch, das ist doch bestimmt lustig, einfach so ein Fenster in die 80er auch zu kriegen. Die Klamotten, die Farben, oh, auch die Musik. Ich meine, Bam ist ja auch so typischer 80er Jahre, ich sage jetzt mal, gute Laune Disco. Ja, aber Disco, sowas aber von. Guter Laune Club, ja. Gute Laune Club Musik eigentlich. Ja. Und die spielen ja auch so mit dem Image von wegen Saint-Tropez und so. Also Sommer, Sonne, Strand, Party und so, ja. Und da dachte ich mir, ach, das ist bestimmt lustig. Und wir bekommen das natürlich zu sehen, wie die Band entstanden ist, wie sie Erfolge gefeiert haben, wie sie dann am Ende auch auseinandergegangen sind. Aber was ich daran sehr spannend finde, es ist eine Story, die wir durchaus schon so von anderen Bands gesehen haben. Mhm. Aber es gibt so ein paar Aspekte, die ich sehr nett finde und die ich nicht kannte, weil ich halt jetzt kein riesen Hardcore-Wham-Fan war. Und dazu gehört zum einen, dass es tatsächlich eigentlich eine klassische Schülerband ist. Die beiden haben sich kennengelernt, ich glaube in der 5. oder 6. Klasse, da ist eben George Michael damals als neuer Schüler in die Klasse gekommen und wurde neben Andrew Ridgeley gesetzt, der dann dem neuen Schüler eben mal so ein bisschen zeigen sollte, wo alles ist und so weiter, und da haben sie sich kennengelernt und sind die besten Freunde geworden und die Band ist dann mit 19 entstanden. Und das ist der zweite Aspekt, ich wusste nicht, dass sie so jung waren. Ich wusste, dass sie in ihren 20ern gewesen sind, aber dass sie wirklich dann 19 waren, als es losging, und 20, als dann der erste Erfolg kam, das war mir nicht klar. Und ich finde, das erklärt auch einfach ganz, ganz viel von dem, was gelaufen ist. Weil, tut mir leid, aber mit 19, 20 bist du halt doof. Es ist halt so. Du bist halt noch nicht richtig fertig, so mit der ganzen Entwicklung und allem. Wird denn aufgeklärt, weil das weiß ich tatsächlich auch nicht, wie der Name zustande kam? Das war tatsächlich Zufall. Okay. Das war wirklich so Wortspielerei und so weiter und dann so wham und dann ja, das ist doch eine gute Idee. Das war tatsächlich mehr oder minder so eine Zufallsgeschichte. Und das ist der eine Aspekt, also wir kriegen einfach die Band und wie sie entstanden ist erzählt. Mhm. Was ich zum Beispiel auch nicht wusste, wie gesagt, kein Hardcore-Wham-Fan hier, da werden jetzt die Wham-Fan alle sagen, ist doch easy, wusste jeder, ich wusste es nicht. Dass sie ja zum Beispiel auch eine mehr oder minder feste Truppe um sich rum hatten, sprich ihre Band, aber auch ihre Background-Sängerinnen, beziehungsweise zwei Frauen, die eben an ihrer Seite standen, unter anderem die eine der ersten Freundinnen von Andrew Ridgeley, die, weil sie halt seine Freundin war und sowieso immer mit abgehangen hat bei den Proben, ja, dann halt einfach mit als Sängerin ins Boot geholt wurde und dann tatsächlich bis zum Schluss aber auch bei der Band als Sängerin geblieben ist. Auch als sie und Andrew schon lange kein Paar mehr waren. Und dann dachte ich so, wow, war mir alles nicht so klar, dass es auch immer die gleichen Figuren eben gewesen sind. Mhm. Und solche Dinge fand ich sehr, sehr spannend und interessant. Und natürlich spielte aber auch George Michael und seine Entwicklung eine Rolle. Und hier ist klar, wir wissen ja, George Michael ist homosexuell, hat sich auch später dann geoutet, aber als er in Wham war, war das noch nicht klar. Eigentlich, so blöd das klingt, waren Andrew und George in Wham die Heartthrobs von Großbritannien. Alle Frauen lagen ihnen zu Füßen, das war so eine Teenie-Band wirklich, ganz blöd gesagt. Und auf dieser Welle sind sie auch geritten. Und mit 19 ist dann tatsächlich George Michael, also hat er für sich entdeckt, dass er wohl homosexuell ist. Er hat auch lange wohl noch selber sich in Anführungszeichen in die Tasche gelogen, dass er bisexuell ist, weil er eben sich nicht eingestehen wollte, dass er nur an Männern interessiert ist. Mhm. Ist dann aber tatsächlich mit 19 auch gegenüber seinem besten Freund Andrew eben, he came out, also er hat halt sein Coming out gehabt und hat ihm das erzählt und auch den anderen, also den zwei Mädels aus der Band auch. Und das spielte für die alles keine Rolle. Aber also das heißt, hinter den Kulissen wusste man eben das, aber natürlich nicht vor den Kulissen und die Öffentlichkeit wusste davon auch nichts und George Michaels Familie zum Beispiel auch nicht. Und dann hören wir von George Michael, wie er eben so diese Persona aufgebaut hat, George Michael. Mhm. Ja? Also die Persona, das Image und wie er dann an diesem Image auch, naja, nicht verzweifelt ist, aber wie er sich immer unwohler gefühlt hat, weil er auch das Gefühl hatte, dass er diesem Image gerecht werden muss. Das ist ein Aspekt, der wird hier auch angesprochen und der wird dann nicht weiter behandelt, aber wir wissen ja, dass in seiner Solokarriere später er ja auch noch große Probleme gehabt hat, auch mit Drogen und Alkohol und so weiter. Das spielt, denke ich, auch mit eine Rolle. Das wird hier nicht erwähnt. Ist ja auch relativ früh gestorben. Ja. Mit 53 gerade mal 2016. Ja. Ich lese jetzt auch gerade hier, der hat wohl jahrelang eine
dilatative Kardiomyopathie gehabt oder kurz eine Herzmuskelerkrankung wohl, an der dann, also der ist an Herzversagen gestorben, aber dass er unter dieser Krankheit litt, die ich jetzt nicht nochmal ausspreche, hat wohl erst eine Obduktion ergeben. Also das heißt, das hat er auch wohl jahrelang unter der Knute gehalten, ne? Und aber in der Zwischenzeit als Solokünstler 120 Millionen Platten verkauft, ja. Also ist er als Solokünstler natürlich weit, weit größer geworden, erfolgreicher geworden, als er das in Wham jemals war. Und so erfolgreich Wham war, aber man merkt halt, und das war auch das natürliche Ende dann 86, man merkt, dass er eben über dieses Projekt herausgewachsen ist. Er war einfach, es war einfach mehr für ihn. Er wollte mehr, er wollte größer, er wollte besser. Und Wham hat halt nicht mehr gereicht. Und sehr spannend dann aber auch zu hören, wie George Michael selber kommentiert und sagt, dass er erst später festgestellt hat, wie sehr ihm diese Unterstützung, dieses Sicherheitsnetz, das er eben bekommen hat, dadurch, dass sein bester Freund mit ihm in der Band war und er diese Familientruppe um sich rum hatte in Form von Band und Sängern, wie sehr ihn das Halt gegeben hat und Rückhalt und Sicherung und Selbstvertrauen auch. Das fand ich sehr, sehr spannend. Und was auch sehr, sehr spannend ist, wenn man sich die Entwicklung anguckt, derjenige, der eigentlich so derjenige war, der repräsentiert hat und der so dieser outgoing Typ und so war und alle bezirzt hat und eigentlich so Selbstvertrauen hatte und nach außen es auch gezeigt hat, das war gar nicht George Michael, das war Andrew. Und George Michael war eigentlich der Verschüchterte, der so ein bisschen in sich zurückgezogen hat, sehr, sehr introvertiert und der sich immer so ein bisschen hinter Andrew versteckt hat und der dann aber eben mit dem Erfolg gewachsen ist und am Ende Andrew überholt hat, muss man tatsächlich so sagen. Und deswegen, sage ich auch, war das sozusagen ein Ende dieser Band, die einem natürlichen Progress, also einer natürlichen Entwicklung gefolgt ist. Von klein eben zu hoch bis zur Spitze und dann eben weiter und wo dann Andrew eben stehen geblieben ist und George Michael aber weiter nach oben wollte. Und deswegen haben die beiden sich auch im Guten getrennt, muss man dazu sagen. Erinnert so ein bisschen, wenn man jetzt so überlegt, auch so bei britischen Popbands oder was, erinnert so ein bisschen an den Werdegang auch von Robbie Williams, ne? Irgendwo. So ein bisschen, ja. Wobei der relativ früh, finde ich, aus der Band raus ist. Aber so insgesamt. Und das wird alles eben erzählt. Ein schöner Aspekt noch hier, dass wir tatsächlich die ganze Zeit einen Kommentar haben, und zwar von George Michael selber. George Michael ist ja tot, aber es gibt wohl mehrere Interviews mit ihm und es muss wohl ein Interview geben, wo er sehr, sehr ausführlich über eben Wham, seine Zeit mit Wham und überhaupt die ganze Entwicklung und so weiter und alles gesprochen hat. Und dieses Interview wird im Grunde diesem Film zugrunde gelegt. Und das passt ganz wunderbar. Also wenn man nicht wüsste, dass George Michael tot ist, würde man meinen, der hätte für diesen Film diesen Kommentar aufgenommen. Ja, also das haben die wirklich sehr, sehr gut gemacht. Okay. Es ist ein schönes Stück Zeitgeschichte und gleichzeitig aber auch ein schöner Blick auf die ersten Jahre von George Michael, wenn man denn jetzt mehr über ihn als Künstler wissen möchte, was ihn geprägt hat, natürlich aber auch, woher kommt und also aus welchem Milieu er auch stammt und wie das so war eben. Und für mich, wie gesagt, überraschend ein paar Aspekte, wie sie waren so jung, wie sie waren eine Schülerband, wie zum Beispiel auch, was ich auch sehr spannend fand, dass Last Christmas damals, als es rausgekommen ist, gar nicht auf dem ersten Platz der Charts war, sondern, sondern das kam zeitgleich raus mit Band Aids Do They Know It's Christmas Time, wo ja auch Wham dabei gewesen sind. Also dieser Charity-Song, und dann war eben Band Aid die ganze Zeit auf Platz 1 und Last Christmas die ganze Zeit auf Platz 2. Und Wham hat dann gesagt, sie spenden alle Einnahmen und Tantiemen aus Last Christmas eben auch für die Hungerhilfe in Afrika. Zusätzlich eben zu dem, was ja auch die Band Aid, die Band mit dem Song ja auch schon eben weitergibt. Und das Interessante daran war, und da sieht man so ein bisschen auch eben George Michael und wie kompliziert er eben auch gewesen ist, dass er gesagt hat, und so wichtig das war und so gut das war, und so richtig das auch war, aber mich hat im Inneren trotzdem diese Ehrgeizflamme gepackt. Ich möchte dieses Jahr 4 Top-Number-One-Singles haben und ich hatte sie nicht, weil eben Wham nicht Top-1 geworden ist. Und das hat mich innerlich zerrissen und dann hat er eben erzählt, es kommt eben dieses Anerkennung haben wollen und das kommt von einem Platz in mir, von einem Platz, wo Angst herrscht. Dieses Unsichersein und
da hat er so ein bisschen dann drüber erzählt und das fand ich sehr, sehr spannend, weil man so auch so ein bisschen schon in den frühen Jahren auch einen kleinen Einblick da reinbekommt, was vielleicht auch so die sehr komplizierte Gefühlswelt eines George Michaels war, die am Ende vielleicht sogar auch dazu geführt hat, dass er dann später eben ja Probleme hatte mit Alkohol und Drogen und so weiter, die vielleicht genau solche Dinge eben ja zähmen sollten oder in den Griff bekommen sollten oder ja. Aber also solche Aspekte sind dann auch drin, die auch sehr spannend sind. Aber was ich eigentlich sagen wollte war, der schöne Aspekt war, Last Christmas war nicht auf Platz 1, sondern Last Christmas war aber tatsächlich mal Platz 1 und zwar erst 2020. Da ist es tatsächlich nämlich auf die Platz 1 der Single-Charts hochgeschossen. Oh Gott, oh Gott. Und dann dachte ich mir so, wow, 2020, überleg mal, wie viele Jahrzehnte das nach dem Erscheinen ist. Ja, man hat die Leute aber auch wirklich konditioniert auf dieses Lied und du musst bedenken, 2020 haben wahrscheinlich nicht so viele Künstler gearbeitet unter Corona und deswegen wird dann so ein, ja egal. Was ich noch für eine Frage hätte, weil du ja sehr viel über George Michael sprichst, weil es ist ja keine George Michael-Doku, sondern Wham-Doku, ist der Fokus schon eigentlich dann eher wirklich auf George Michael und weniger auf Andrew Ridgeley anscheinend, ne? Ja, der Fokus ist schon eher auf George Michael, wobei ich finde, dass Andrew Ridgeley auch einen guten Teil der Doku abbekommt. Also es geht darum tatsächlich, es geht um Wham. Es geht nicht um George Michael, es geht um Wham. Und Andrew Ridgeley wird auch immer wieder hinzugezogen und es werden noch Interview-Schnipsel und so weiter von und über ihm eingespielt. Und es sind ja auch immerhin die Bücher von der Mama, von seiner Mama, die hier präsentiert werden. Also er spielt da eine genauso gewichtige Rolle. Aber gen Ende hin, wenn es dann eben zum Ende der Band hingeht, dann ist es doch George Michael, der mehr im Vordergrund steht. Grundsätzlich aber ist es einfach wirklich tatsächlich eine spannende Doku, die man sich gut angucken kann und ein enorm spannendes Zeitfenster, in das man einmal so reinblinzeln kann mit, wie gesagt, Musik und Farbe. Und selbst wenn man kein riesiger Wham-Fan ist, selbst dann macht es echt Spaß, weil wow, die 80er, ja, also guck dir das an. So dieser Sportswear-Look und so, da sind so viele Dinge, wo du jetzt so mit 40 Jahren Verspätung sagst, wie konnten die nur, ey, es ist unglaublich. Ja gut, das, ja. Wobei, das hat man, glaube ich, nicht nur, also das hat man wahrscheinlich schon ein bisschen früher danach schon gesagt. Ja, ja. Es klingt aber trotzdem dann wirklich jetzt nach einer Empfehlung von dir. Ich hatte viel, viel Spaß dran. Ja, hört man raus. Also auch so dann wahrscheinlich so ein bisschen als, ja, ich meine, da ist ja schon ordentlich Zeitkolorit und Zeitgeistkolorit von damals. Ab einem bestimmten Punkt sind so Dokus, insbesondere dann so mit popkulturellem Bezug, sage ich mal, auch so ein bisschen so Zeitkapseln, ne? Ja, richtig. Und ja, es klingt auf jeden Fall empfehlenswert. Also ob ich es mir jetzt ansehen würde, sei mal dahingestellt. Es klingt jetzt aber auch nicht uninteressant. Ja, vielleicht schaue ich sogar mal rein, wie gesagt, seit dem 5. Juli auf Netflix. Die Britt-Marie ist ziemlich begeistert, wie man es raushört. Hast du noch was zu ergänzen? Sonst würde ich sagen, machen wir den Deckel drauf, oder? Machen wir den Deckel drauf. Viel Spaß. Es ist auf jeden Fall spannend und ich glaube auch, wenn man kein, also für die nicht so riesigen Wham-Fans, ich bin ja jetzt auch kein riesen Hardcore-Fan gewesen, auf jeden Fall, aber man entdeckt tatsächlich über so dieses simple Geschichte einer Band, die ich schon tausendmal gesehen habe, tatsächlich auch noch eine ganze Menge von Details, die einen dann vielleicht doch überraschen. Also das war auch das, was mich dann unabhängig jetzt von diesem Zeitkolorit am Bildschirm auch gehalten hat, dass ich gesagt habe, Mensch, wow, das wusste ich tatsächlich nicht. Das finde ich gerade sehr, sehr spannend. Okay, ja, meintest du ja schon, dass dir dann wahrscheinlich irgendwelche Fans da widersprechen würden und sagen, oh ja, ist ja nichts Neues, aber... Aber ich glaube, für die ist dieser Film auch nicht gemacht worden. Nee, ja, wobei, du meintest ja schon, und das, also das ist ja wohl wirklich aus Archivaufnahmen zusammengepuzzelt, sowas ähnliches hat Netflix auch schon mal gemacht, irgendwie vor ein paar Monaten, ich kriege aber gerade nicht auf die Reihe, mit wem, dass sie das dann so wirklich wirken lassen, als wäre derjenige von Anfang an Teil der Doku und der Produktion gewesen. Ah, okay, Und wer weiß, was da so in den nächsten Jahren kommen wird. Keine Ahnung, wer weiß, vielleicht reichen in ein paar Jahren gar nicht mehr Archivaufnahmen, sondern lässt man das eine künstliche Intelligenz irgendwie für einen erledigen. Ich wollte gerade sagen, wir haben ja schon diverse Beispiele, wo die Stimmen per AI dann generiert worden sind. Nichtsdestotrotz, wie gesagt, machen wir hier den Deckel drauf. Danke dir fürs Gespräch. Gerne. Und dann viel Spaß beim Gucken. Ja, wake me up before you go-go. Ciao, ciao. Ciao. Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe sehr, euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt.
Wir, die Redaktion des Telestammtisch, betreiben ein semi-professionelles Podcast-Projekt zum Selbstmitmachen. Also meldet euch bei uns, wir beißen auf. Außerdem freuen wir uns immer über Feedback via Social Media und E-Mail sowie euren finanziellen Support. Ebenso frohlocken wir förmliche Bewertungen auf den gängigen Podcast-Plattformen. Wer möchte, darf uns gern immer und überall empfehlen. Alle relevanten Links findet ihr in den Shownotes. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Euer Andi.